Begegnung schafft Zusammenhalt. Mein Name ist Jan Boskamp. Ich bin Teil des Managementteams von Joblinge und dort auch verantwortlich für das Thema Collective Impact. Mein Name ist Katrin Leopold-Natterer und ich bin für die One Foundation verantwortlich. Mein Name ist Elena Münnig und ich bin ehrenamtliche Vorständin beim Verein Über den Tellerrand kochen München e.V. Ich bin Leonie Storek und ich arbeite für die One Foundation. Jim Alexander Sünder, Trägerkreis Junge Flüchtlinge, Schlauschule. Ich bin im Vorstand. Zusammenhalten, etwas zusammenhalten, kann ja auch das bedeuten, dass man etwas, was vielleicht auseinander oder was droht, auseinanderzufallen, versucht zusammenzuhalten. Ganz wichtig ist die Offenheit am Anfang, dass man über Grundwerte wie Toleranz, Respekt, Achtung, dass man Diversität, dass man all diese Dinge lebt und in den Kanon einer Demokratie aufnimmt. Die Bedeutung des Individuums geht zurück und wird aufgefangen durch die Gesellschaft mehr und mehr. Wir bei Über den Tellerrand schaffen Räume für Verbindungen, für Begegnungen auf Augenhöhe, in denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen können. Und wir sind überzeugt davon, dass persönliche Begegnungen Zusammenhalt stärken. Wir erleben das, dass das Thema Verständnis und Empathie, das Füreinander-Dasein, das sich aus solchen Formaten herausbildet, die wichtigsten Indikatoren und Faktoren für Zusammenhalt sind. Zusammenhalt ist deshalb für unsere Gesellschaft wichtig, weil wir als Menschen dazu neigen, dass wir uns oft in denselben sozialen Blasen aufhalten. Es ist wichtig, Orte zu schaffen, wo wir zusammenkommen, wo wir uns austauschen können und die Diversität, die wir einfach innehaben, die wir alle mitbringen, fördern und wertschätzen. Und genau das ist wichtig zu feiern, dass wir bunt sind, dass wir vielfältig sind und dass wir auch Leute einladen, in unsere Gesellschaft zu kommen, die von woanders herkommen. Wirkung entsteht da, wo verschiedene Perspektiven, wo verschiedene Erfahrungen zusammenkommen. Und deshalb braucht es eine über Strukturen, über Netzwerke, über starre Säulen auch, die es gibt, übergreifende Struktur. Und da steht Zusammenhalt als Begriff natürlich total gut für. Wir müssen es schaffen, gemeinsam Erlebnispunkte, Erfahrungspunkte zu schaffen für junge Menschen, in denen sie sich ausprobieren können, in denen sie selber lernen können, in denen sie Vertrauen, Zutrauen in sich gewinnen können. Und das gelingt am besten, indem wir zusammenarbeiten. Das heißt, Zusammenhalt wird sich ganz stark darüber zeigen oder kann sich ganz stark darüber zeigen, wie viele Akteure, die auch sehr unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben, zusammenkommen, um auch unterstützen zu können. Und gerade in der aktuellen Situation, in den gesellschaftlich-politischen Debatten, ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Und doch fängt Zusammenhalt schon im Kleinen an, und zwar in allen Lebensbereichen. Egal, ob im beruflichen Kontext, bei der One Foundation, in der Unternehmensgruppe von Motel One, im Privaten, im Freundeskreis, im Verein, im Sportbereich oder auch im Ehrenamt. Jetzt trinke ich einen Schluck Wasser. Genau.